Unser letzter Slot vor der wohlverdienten Mittagspause, ebenfalls 30 Minuten. Das heißt also, du hast jetzt so bis... Lang. Hm? So lang? Mal sehen. Ja, wenn es kürzer ist, haben wir mehr Zeit zum Essen. Ist auch kein Drama. Du hast aber halt bis Viertel nach. Sebastian Fiebrich zum Thema Bildrechte aus Nutzersicht. Was dürfen wir eigentlich? Ja, genau. Das ist eine super spannende Frage, die ich mir schon immer gestellt habe. Aber zuerst... Disclaimer, ich bin kein Anwalt. Alles, was ich hier sage, muss nicht stimmen. Ich habe eine Anwältin einfach geheiratet, das war sehr hilfreich. Die ist übrigens auch, Fotografin. Das ist noch hilfreicher. Kann ich euch empfehlen. Ja, fragt meine Frau, die hat mir übrigens abgeraten, diesen Vortrag zu halten, deswegen ist sie heute auch nicht da. So, die Frage stellen wir uns ja immer alle. Wie kann ich das Bild, was ich gerade im Netz gefunden habe, für meinen Podcast benutzen? Die Antwort, wir befinden uns in Deutschland, Fair Use gibt es hier nicht, lautet so. Und dann könnte ich eigentlich jetzt auch wieder gehen. Aber es gibt doch ein paar Wege, wie wir relativ elegant, hart an der Kante des deutschen Urheberrechts surfen. Und zwar... Das Einfachste ist, wenn ihr Bilder einfach einbettet. Das heißt, wenn ihr Bilder irgendwie im Netz findet, also in Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram, Imager, Reddit, es gibt überall Einbettfunktionen, nutzt sie. Das ist super einfach. Ich wechsle mal kurz. So, funktioniert das jetzt hier? Nee. Hm. Ja. Also. Ich suche nach einem schönen Bild von Union, nehme das, da hat ein Spieler gerade einen Vertrag unterschrieben, wunderbar, klaue mir die URL, kopiere sie, ihr nehmt WordPress oder ein CMS eures Vertrauens, schmeißt das rein, habt das drin, fertig. Ihr müsst euch im Normalfall bei solchen Sachen nicht darum kümmern, wer ist der Fotograf und so weiter und so fort. Gibt es Einschränkungen, komme ich gleich zu, aber erstmal ist eine gute Nachricht. Das Gleiche geht auch bei Instagram. Da kann man zwar auch nach Hashtags suchen, aber besser ist, die Seite Gramfeed zu nehmen, weil die ist einfach schneller ist. Ich suche dann jetzt halt nach irgendwas von Union. Man merkt, unser Podcast geht über diesen wunderbaren Fußballverein. Nehmen wir mal hier, der Torwart von Union hat ein Selfie gemacht mit anderen Spielern, wunderbar. Kopiere ich mir den Link der Instagram-Seite, gehe zurück in WordPress, schmeiße die URL rein, Bild ist drin, wir können gucken mal in der Vorschau. Da haben wir das, da haben wir das. Wunderbar, ich muss den Torwart nicht fragen, auch sehr schön. So, Ähnliches geht halt auch bei Facebook, da natürlich nicht so schön wie bei allen anderen, aber das ist halt Facebook. Ihr müsst halt auf die Seite von dem Bild gehen und dann könnt ihr euch den Embed-Code nehmen und dann müsst ihr den halt einfügen. Ähnlich bei Imager, ihr habt dieses tolle Bild von dieser Obama-Jedi-Figur und wollt das benutzen. Habt aber echt keine Zeit, jetzt den Typen noch zu fragen, ob ihr das benutzen dürft. Post Options, Embed Post, Copy. Fertig. Das könnte alles so schön sein. So. So, aber die Frage ist halt natürlich, da unten ist es aber auch, ihr müsst mal checken irgendwie, ob der Typ oder die Frau, die das Foto gemacht hat, wirklich auch die es gepostet hat. Das ist halt so die Grundannahme, die irgendwie hinhauen muss, wenn ihr diese Embed-Funktion nutzt. Ich nutze das ja gerne. Hier rechts seht ihr einen Screenshot von unserem letzten Podcast. Ist halt auch nur ein Instagram-Embed. Gar nicht gefragt, ob ich es benutzen darf. So, und zwar, jetzt muss ich trotzdem was beachten, natürlich. Also verzichtet darauf wirklich, professionell anmutende Fotos einzubetten. Also wenn ihr irgendwie von News-Events
Fotos habe. Die meisten Zeitungen sind mittlerweile so gut, dass sie auch mal Fotocredits da ranschreiben an das Bild, was sie bei Twitter posten. Guckt nach. Ihr könnt den Fotografen checken, das ist auch das, was ich gerade meinte. Checkt, ob dieses Foto von demjenigen ist, der es gemacht hat. Über die Image-Reverse-Suche von Google, super Werkzeug, kann ich euch nur empfehlen. Gibt es auch als Plugin für Chrome. Da kommt dann so ein Kontextmenü zu jedem Bild. Ihr seht das, in Google nach diesem Bild suchen. Ich wechsle wieder in den Browser. So, hier ist das Plugin, wenn ihr das halt bei Chrome hinzufügen wollt. Ansonsten, hier haben wir das eine royale Baby. In Google nach diesem Bild suchen. Wunderbar. Nehmt alle Größen. Ihr seht, oh mein Gott, das ist wahrscheinlich jetzt nicht derjenige, der das gepostet hat, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Fotograf. Dann lasst die Finger davon. Ansonsten gilt halt auch, größte Auflösung gewinnt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand der Urheber von einem Bild ist, ist, dass derjenige, der die größte Auflösung benutzt, das gemacht hat. Weil je mehr es vervielfältigt wird, desto kleiner wird es. Sebastian, ja. Ganz zufällig habe ich ja ein Mikrofon, als hätten wir es abgesprochen. Und ganz zufällig habe ich Notizen. Ganz zufällig hast du irgendwie was mit Jura zu tun? Ich habe das mal studiert. Hm. Intensivst. Ja. Und man sollte noch beachten, Fotograf ist der Urheber, ja, aber das muss nicht unbedingt die Person sein, die auch die Nutzungsrechte innehat. Das heißt, selbst wenn man den Fotografen, die Fotografin fragt, den Urheber, kann es sein, dass der sagt, ja, benutz mal, aber der hat die Rechte gar nicht mehr, dir zu erlauben, das zu nutzen. Das heißt, das kann dann immer noch schief gehen. Na klar. Sollte man aber mal erklärt haben, für die, die es nicht wissen. Renke, ich danke dir. Ja, das ist der Grund, weshalb meine Freundin nicht wollte, dass ich diesen Vortrag halte. Aber ich sage ja, wir segeln hart an der Kante. Ja, so könnt ihr es benutzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Post vom Anwalt kriegt, ist, wenn ihr diese Embed-Funktion benutzt, sehr gering. Außer ihr benutzt halt Fotos, die irgendwie schon... Aber sie ist immer noch da. Ja, natürlich, ist halt Deutschland. Mikrofon. Also ich versuche mal die Frage zu wiederholen. Die Frage war halt, wo ist rechtlich der Unterschied zwischen Einbetten und Bild kopieren, hochladen? Komme ich gleich zu. Das Zauberwort heißt Vervielfältigung. Ansonsten, ihr nutzt halt das und wenn irgendjemand was dagegen hat, kann er ja seinen Tweet, seinen Instagram löschen oder was auch immer und dann ist es bei euch ja auch raus. Ja, das meine ich damit halt... Verursacherprinzip, ihr kommt da ein bisschen besser hin. So. Ihr könnt sonst dieses Bild, falls ihr dieses tolle Plugin nicht benutzen wollt oder könnt, einfach nehmen, anfassen, hier reinwerfen und habt den gleichen Effekt. Also es ist wunderbar. Gut, weiter. Und zwar, ich will das Foto aber benutzen, und zwar als Episodenbild. Und dann kann ich es halt nicht einbetten. Und dann habe ich ein Problem, kommen wir genau zu der Frage. Ich muss es mir herunterladen, ich muss es hochladen, damit vervielfältige ich es. Damit überschreiten wir diese Grenze beim Urheberrecht auf jeden Fall. Und zwar sehr deutlich. Da kommst du nicht drum, um den Fotografen vorher zu fragen, ob du es benutzen kannst, darfst. Sehr hilfreich ist, dem Fotografen auch zu sagen, wofür man es benutzen möchte. Und zwar deutlich klar zu machen, ich möchte es für meinen Podcast als Episodenbild benutzen oder so. Und zwar für diesen Podcast, am besten noch einen Link zum Podcast und so weiter und so fort. Also da schon ausführlich sein. Die Kommunikation kann auf allen möglichen Kanälen stattfinden. Also fast jeder Dienst bietet ja irgendeine Messaging-Funktion an. Ihr könnt, wenn ihr das Bild bei Reddit gefunden habt, ihm eine Nachricht schicken. Ihr könnt bei Imgur eine Nachricht schicken. Ihr könnt bei Tumblr eine Direktnachricht schicken. Ihr könnt das bei Twitter machen. Ihr könnt bei Facebook machen, je nachdem und so weiter und so fort. Also die Wege sind viele. Ihr müsst nicht irgendwie E-Mail, Post oder sonst was. Das müsst ihr machen. Und das da, die Kommunikation aufbewahren. So, und ich mache das einfach, also wenn ich halt die Erlaubnis bekommen habe, irgendein Bild zu benutzen, Screenshot von der Kommunikation, weil runterladen kann ich sie halt nicht und gut ist.
Sebastian. Ach, Renke. Ja, wir hatten vorhin schon einen Unsicherheitsfaktor, ja, den man nicht ausräumen kann. Und hier ist es auch so. Es muss nicht immer so sein, dass man als Nutzer in der Darlegungs- und Beweislast ist, dass man es wirklich nutzen durfte. Für den Fall, dass man auf Nummer sicher gehen will, sollte man es aufbewahren. Und am allerbesten macht man das auch nicht einfach per Screenshot, weil da kann man ja auch sonst viel rummanipulieren. Wenn man da wirklich auf Nummer sicher gehen wollte, sollte man es ausdrucken, das in einen Umschlag tun, den mit Siegelwachs versiegeln und per Einschreiben an seine Bank schicken, die es dann sogleich im Schließfach einlagert. Das klingt witzig, aber das ist die sicherste Variante, die ihr machen könnt. Hast du es schon mal gemacht? Nein. Ich auch nicht. Nein, das macht natürlich kein Mensch. Ja. Aber es sind hier, du hast ja auch am Anfang gesagt, und das ist ganz wichtig, so richtig wissen, ob man es am Ende darf, tut man sowieso nicht. Das heißt, man kann einfach nur dafür sorgen, dass man irgendwie so sicher geht, wie überhaupt nur irgend möglich. Ja, also Risikovermeidung. Ne? Das müsste ganz groß über diesem Vortrag hier stehen. Ein Hinweis, jeder Fotograf weiß es zu schätzen, wenn ihr ihn nicht fragt, ob ihr, also vor allem professionelle Fotografen wissen das zu schätzen, die damit ihr Geld verdienen, wenn ihr sie nicht fragt, ob ihr dieses eine Bild kostenlos benutzen dürft, weil es ja auch Werbung für ihn ist. Ja, lasst es einfach. Also einfach nicht fragen. Ja? Das kommt überhaupt nicht gut und ihr dürft es sowieso nicht benutzen. Also einfach lassen. Ja. So, dann natürlich, hatten wir vorhin schon, es gibt ja diese tollen CC-Lizenzen, ist ja alles umsonst im Internet, wunderbar, kann doch jeder benutzen. Nein. Wichtig ist halt bei diesen ganzen CC-Lizenzen, um sie zu verstehen, ich habe da, glaube ich, ein paar Jahre gebraucht und ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, was das alles irgendwie kann und nicht kann. Denkt von der Nutzung her, nicht vom Nutzer. Das ist total wichtig. Das heißt, ganz viele denken, oh mein Gott, ich nehme ein bisschen Sand mit Flatter ein, ich bin kommerziell. Ist wahrscheinlich nicht der Fall. Ich warte jetzt, dass Renke schon wieder was sagt. Ja. Sebastian! Renke, ja bitte. Ja, auch da geht es wieder darum, den Anschein möglichst nicht den Anschein zu erwecken, das kommerziell zu machen. Flatter am besten, wenn man Flatter nutzt, am besten sein lassen. NC-Bilder nicht verwenden. Das ist halt noch nicht so alles wirklich aus- und durchgefochten. Nee, gerade in Deutschland nicht. Gerade in Deutschland nicht und die Gerichtskosten bis zum BGH und Anwalts, das ist viel Geld für wenig Nutzen. Das kann man gut in Podcast-Technik investieren, ist richtig. Man könnte sich überlegen, dass das sogar schon dabei anfängt, wenn man einfach nur irgendwie ein Spendenkonto hat oder so, dass man da schon kommerziell ist, weil kommerziell heißt eben nicht, dass man davon leben können muss, von den Einnahmen, sondern darauf abzielt, irgendwie so einen regelmäßigen Erwerb zu haben. Aber es geht in dem Fall also um die Nutzung des einzelnen Bildes. Das heißt, wenn ihr ein Bild macht und es auf ein T-Shirt druckt, das T-Shirt verkauft, ist das klar kommerziell. Und das ist egal, ob ihr eine Nichtregierungsorganisation seid oder ein ganz großer Konzern. Und wenn ihr das halt in einem Art journalistischen Kontext benutzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht kommerziell ist, höher. Aber Renke hat natürlich recht. Sicherheit gibt es bei nicht kommerziell nicht. Und ihr fahrt besser, wenn ihr einfach von vornherein, Chris hatte das vorhin auch schon gesagt, CC beinehmt. Da seid ihr verpflichtet, den Namen des Urhebers zu nennen. Und gut ist, und die Lizenz natürlich. Dann gibt es halt noch die CC-NC, hatten wir gerade, verbietet die kommerzielle Nutzung. Höchst umstritten, führt eigentlich dazu, dass die Bilder dann quasi nicht benutzt werden, zumindest in Deutschland. Dann gibt es CC-ND, ich mache das jetzt ein bisschen kürzer. Weil wenn wir jetzt hier über CC-Lizenzen die ganze Zeit reden, dann sind wir heute Nachmittag noch nicht fertig. Heißt einfach schlicht, ihr dürft das Bild nicht bearbeiten. Ihr dürft da nichts draufmalen, ihr dürft da nichts drauf schreiben, ihr dürft es aber auch nicht einmal beschneiden. Das hat jetzt auch der Deutschlandfunk mal verstanden. Der wurde verklagt, weil er halt gegen diese Lizenz verstoßen hatte. Der wurde auch verklagt wegen nicht kommerziell übrigens. Da hat er recht bekommen, dass die Nutzung im journalistischen Kontext nicht kommerziell war, aber er hatte auch ND. Und sie haben das Foto beschnitten auf der Website. Insofern waren sie da trotzdem dran. Und CCSA, Share Alike, also unter der gleichen Lizenz weitergeben. Ich kann gleich sagen, dass zumindest die CCND, also keine Bearbeitung, und Share Alike für euch überhaupt nicht hilfreich sind, wenn ihr die als Episodenbilder benutzen wollt. Weil Episodenbilder landen als Vorschaubild bei Facebook, eventuell bei Twitter, wenn ihr die Twitter-Cards benutzt und so weiter. Und damit haut das nicht überein. Ja, also da findet dann eine Bearbeitung, ein Zuschnitt und so weiter statt und Share-alike bei Facebook. Naja.
Getränke? Nichts? Gut. Nö. Aber sehr ausführlich, und das kann ich euch nur ans Herz legen, deswegen habe ich das reingemacht. In der Rechtsbelehrung Nummer 22 redet Markus Richter nicht nur mit Thomas Schwenke, sondern auch mit, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Nee, dritter noch. Gott, ich hätte mal ein Seminar bei ihm besucht. Na gut, egal. Einem Anwalt, der sehr sich mit CC-Lizenzen beschäftigt. Sehr interessante 1,5 Stunden, wo ich richtig das Gefühl hatte, ich habe es endlich mal kapiert. Kann ich jedem empfehlen. So, wichtige Frage. Wann lasse ich die Finger... Till Kreuzer, vielen Dank, genau. Wirklich hörenswert. Wann lasse ich die Finger von einem CC-Bild? Und zwar, wenn ein Wasserzeichen im Bild ist. Selbst wenn das nur der Name des Fotografen im Wasserzeichen ist und so weiter. Wenn er Wert darauf legt, dass da ein Wasserzeichen drin ist, dann legt er auf andere Sachen auch Wert. Lass die Finger davon. Wenn die Bildbeschreibung der CC-Lizenz widerspricht, habt ihr mal was vorbereitet. Es gibt so ein wunderschönes Bild, schaut euch an. Ja. Hier haben wir schon so ein Wasserzeichen, hätte ich sowieso schon nicht benutzt. Dann ist da ein kompletter Artikel, glaube ich, aus der Zeit in der Beschreibung drin, Quelle. Und dann aber ein rechtlicher Hinweis. Aber nicht zu dem Text aus der Zeit, den sie einfach kopiert haben. Sondern strafbare Medien, bla bla bla, Urheberrecht und so weiter und so fort. Wenn ihr da was seht, irgendwie, egal welche CC-Lizenz hier rechts zu finden ist, ja, wenn da irgendwie steht, ich möchte nicht, dass mein Bild irgendwo erscheint und so weiter und so fort oder irgendwas, lass die Finger davon. Im Zweifelsfall gilt das, was derjenige da geschrieben hat, eher als was er sich da aus dem Lizenzbaukasten geklickt hat. Das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Da ist, ja, ist halt so. So, wenn der Uploader nicht der Fotograf ist, wir hatten das vorhin schon bei den Social-Media-Kanälen, das kann euch bei Flickr genauso passieren. Dass da Leute wunderschöne Bilder hochladen, ihr denkt, wow, super, CC BY, nehme ich. Lohnt sich, Google Image Reverse-Suche ab und zu mal doch zu machen. Und dann taucht das Bild noch dort auf und dann ist ein ganz anderer Fotograf, oh mein Gott. Also könnt ihr euch Arbeit ersparen und vor allem Kosten, weil bloß weil ihr das als CC-Lizenz bei Flickr euch runtergeladen habt und das alles gut angebt, wenn das Bild dort geklaut ist, seid ihr trotzdem dran. Und noch ein Problem, Chris hat es vorhin angesprochen, Lizenzen dürfen bei CC nicht im Nachhinein geändert werden, bei Flickr geht das aber. Das heißt also, bei Flickr wird nicht, wenn ich die Lizenz ändere von CC BY auf alle Rechte vorbehalten, wird nicht das Bild gelöscht und ich muss es neu hochladen, das wäre der sinnvolle Weg. Nein, da wird einfach die Lizenz geändert, URL, alles bleibt gleich. Also es ist richtig Bockmist. Ja, am besten, also wenn ihr da rechtssicher sein wollt, Screenshot und dann an die Bank und so weiter, Renk hat's ja erklärt. Ja, das ist ein bisschen schade. So, ein ganz wichtiger Punkt, der häufig vergessen wird, wie gebe ich die richtigen Credits? Also erstmal die Frage ist, wann gebe ich Credits? Ich sage immer. Macht es einfach immer, dann macht ihr es nicht falsch. Es gibt Momente, wo man es vielleicht nicht müsste, aber macht es einfach immer. Nennt auf jeden Fall immer den Namen des Fotografen. Das ist schon mal eine Grundbedingung. Dann wird es alles billiger, alles schöner. Die Fotografen freuen sich, wenn ihre Namen genannt werden. Wichtig. Wo? Am Bild oder in der inhaltlichen Nähe des Bildes. Das ist also am Bild ist halt in einem, warte, ich wechsle noch mal kurz in einen Blogbeitrag. Am Bild. Klar, hier als Fotohinweis, total einfach, Name des Fotografen, Webseite und noch verlinkt. Freuen Sie sich. Und bei CC, gehen wir nochmal hier rüber, auf jeden Fall auch den Namen des Fotografen nennen. Link zur Quelle, also bei Flickr ist immer Pflicht, Link auf diese, auf das Flickr-Bild selbst. Dann die CC-Lizenz nennen und verlinken. Wenn ihr das nicht macht und nur Creative Commons hinschreibt, reicht das nicht, dann ist die Lizenz nicht gültig. Dann habt ihr gegen die verstoßen. Also schreibt die richtige Lizenz hin, CC-BY-irgendwas und verlinkt auf diese Lizenz. Das ist, bei Flickr gibt es den Link auch immer da, den könnt ihr euch da gleich schnappen. Das ist ziemlich einfach. Ein Beispiel, zum Beispiel, ich mache mal ein bisschen größer. Also ein schönes Foto von Halle. Und hier seht ihr, also Flickr, dann der
Nutzername, ihr könnt auch den Namen, wenn ihr den habt, von dem Fotografen nehmen. Verlinkt ist das halt, hier unten seht ihr es, zu dem Bild. Dann ist es einfach CC BY und hier ist der Link zur Lizenz. Wunderbar, alles richtig gemacht, Freude. So. Und sonst als Grundregel kann ich euch einfach sagen, gebt so viel Credits wie möglich. Also ganz ausführlich sein, wenn der Fotograf einen Twitter-Account hat, eine Website, gebt alles an. Wunderbar, schadet nichts. Ist immer besser als zu wenig machen. So. Ja, die Frage ist halt, wie bin ich zu 100% sicher? Selbst fotografieren ist Chris' Antwort. Hat er auch recht. Das ist wirklich tatsächlich das einzig Richtige. Ich wechsle nochmal kurz rüber zu Flickr. Wir sind auch dazu übergegangen, bei uns im Blog und für den Podcast die Fotos einfach selbst zu machen. Haben die einfach dann auch bei Flickr als CC BY hochgeladen, sodass alle die Union auch so toll finden wie wir, sie auch nutzen können. Das ist richtig toll. Trotzdem haben wir auch Vereinbarungen mit professionellen Fotografen getroffen, dass wir ihre Fotos auch benutzen dürfen. Aber wir haben vorher gefragt und außerdem ist Union so eine tolle Community. Ihr solltet unbedingt ins Stadion gehen. So. Ich warte immer noch, dass Renke schon wieder was sagt. Gleich. So. Aber selbst dann. Also ihr macht die Fotos selbst, kann trotzdem was schief gehen. Renke, das ist jetzt dein, ich will ja nichts weiter dazu sagen, weil es ist halt, Juristen sagen mir immer, was alles nicht geht. Ja, also du hast das mit Grenzen der Panoramafreiheit und so, das nehmen wir mal weg, weil das gibt immer so Entscheidungen, aber wenn man sozusagen das grundlegende System verstanden hat, wie es funktioniert, dann kann man sich den Rest sozusagen selber erarbeiten und denken und dann muss man nicht sich Einzelfallsammlungen irgendwie merken. Das ist immer ganz einfach. Hier geht es im Wesentlichen eigentlich nur... Willst du nicht vorkommen, wirklich? Um das allgemeine Persönlichkeitsrecht desjenigen, der da fotografiert wird. Jetzt werden auch Bilder von mir gemacht. Und jetzt sagt man sich aber, naja, der steht ja jetzt da irgendwie auf der Bühne und hat so ein Mikro in der Hand. Das wird doch bestimmt okay sein, wenn ich ein Foto von ihm mache. Ja, ist auch so. Sphärentheorie ist da das Zauberwort. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht lässt sich in so Sphären aufgliedern. Und das ist jetzt hier die Öffentlichkeitssphäre. Weil ich herausgehe und heraustrete und sage, ich erzähle euch was. Und oder wie hier die Fußballspieler, jetzt die nicht, aber die im Stadion zum Beispiel. Die treten da auf und das ist irgendwie relativ klar, dass sie da in der Öffentlichkeit stehen. Und da darf man eigentlich immer fotografieren. Es kann Grenzfälle geben, aber das müssen wirklich an der Hand abzählbare Einzelfälle sein, wo man dann mal keine Fotos von denen also machen wahrscheinlich schon, aber halt nicht irgendwie präsentieren, weitergeben darf, sie darstellen darf. Dann gibt es da drunter sozusagen so kaskadenartig die Sozialsphäre. Das ist, wenn Damir Kreilach nicht auf dem Platz steht, sondern einfach einkaufen ist. Übrigens ein super Spieler und Kapitän vom 1. FC Union. So ist das, Rücknummer 19. Dann ist er in seiner Sozialsphäre und da ist es dann schon so, das ist im Regelfall okay, ihn da zu fotografieren. Einkaufen ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber sagen wir mal... Als Profifußballer. Als Profi, ja, aber sagen wir mal so, irgendwas, wo halt viele Menschen sich tummeln, Flohmarkt oder so, relativ einsehbar, wo man sich auch hinbegibt, wo klar ist, dass man gesehen wird, wo es keine Winkel gibt. Erst mal Steine schmeißen, genau, das ist, würde ich sogar sagen, das ist Öffentlichkeitssphäre. Aber okay, Sozialsphäre irgendwie, das ist dann im Regelfall okay. Kann aber sein, dass man nach einer Abwägung sagt, ist jetzt nicht okay. Dann gibt es die Privatsphäre, da ist es im Regelfall, das ist dann so im Garten beispielsweise, da ist im Regelfall nicht okay, die Leute das darzustellen, das Foto. Es kann aber ausnahmsweise gerechtfertigt sein, wenn es, früher hat man gesagt, Personen der Zeitgeschichte, das ist ein bisschen überholt, diese Rechtsprechung, aber da würde man sagen, Personen von besonderem öffentlichem Interesse oder sowas. Da kann das dann möglich sein. Und dann gibt es so ganz klein darunter die Intimsphäre. Das ist irgendwie so auf dem Klo. Das geht einfach nie. Ja? Also das ist irgendwie auch evident, dass das rechtswidrig sein muss, wenn man davon Bilder veröffentlicht. Es mag sein, wenn man das dann sozusagen wieder als Kunstperformance irgendwo auf der Bühne macht, dass das dann wieder okay ist. Aber ihr versteht so grundsätzlich, wo es hingeht. Wie wägt man das jetzt ab? Also wie weit, also erstmal so diese Sphären einzuteilen, das ist schon immer ein bisschen schwammig und da tun sich Juristen auch ganz schwer. Ich muss zum Ende kommen. Ja, ist das gut so. Wir haben da mal eine schöne WikiGeeks-Folge zu.
Genau, ja, das stimmt. Und dann verweise ich nochmal auf den Wikipedia-Artikel, da kann man Persönlichkeitsrecht, ich glaube Deutschland oder so heißt es, da ist es einigermaßen okay erklärt. Was man sich noch merken sollte, Güter- und Interessenabwägung, das ist immer das Zauberwort der Juristen, also die Rechtsgüter wägt man ab, ja, was ist sozusagen mein... Ich schub sie gleich von der Bühne, wirklich. Hört euch das an bei den Wikigeeks? Okay. Ich habe euch gesagt, wie ihr es machen könnt. Ich habe auch schon gesagt, er macht zu lang. Ja, aber wenn man das System einmal verstanden hat, ja? Nein. Ja. Ja. Ich frage mal so rum, hat noch jemand Fragen dazu irgendwie? Konkrete Fragen? Gib es. Also zum einen... Du musst das Mikro anmachen. Das ist ausgemacht. Ja, Akku schon. Du bist ein schlechter Mensch. Test. Also zum einen, das gilt nicht nur für Fotos, das gilt natürlich auch für Zeichnungen, Bilder und sonstige grafische Elemente, die im Netz rumfliegen. Auch da sollte man sich vorher mit den gleichen Methoden irgendwie informieren. Und dann habe ich noch eine kleine Ergänzung zu Sachen, von denen man denkt, dass sie total öffentlich sein könnten, wie zum Beispiel die CI oder die Gestaltung von so Events wie Weltmeisterschaft und sowas. Da denkt man, das ist ja so öffentlich, das könnte man alles problemlos benutzen, so Logo, Gestaltung, irgendwelche Figürchen, die da erschaffen werden oder sowas. Davon solltet ihr grundsätzlich die Finger lassen, weil da kommen richtig große böse Summen ins Haus von den Leuten, die sowas studiert haben wie er da. Ich wollte ja die ganze Zeit, der Sinn dieses Vortrags war ja zu zeigen, was möglich ist, nicht was nicht möglich ist. Das gibt es ja in Deutschland immer ganz viel. So, kannst du, Renke, das Mikro einfach... Es gibt ja auch so eine Bildnutzung sozusagen in zweiter Folge, also zum Beispiel die super GIFs, die du gezeigt hast, da hast du ja weder Credits angegeben, dass ich weiß, wer jetzt der Urheber ist. Und es wird gestreamt und landet im Internet über die Videoaufzeichnung. Also irgendwie landet es im Netz. Ja. Wie gehe ich denn damit um? Also hier ist es total verboten. Nee, okay. Nein, also ich würde die Credits angeben. Also manchmal findest du einfach auch den Urheber nicht. Also bei bestimmten Sachen... ist es einfach nicht möglich, den Urheber zu finden bei bestimmten Memes oder so. Das ist ja jetzt hier größtenteils hier der Fall gewesen. Das ist dann halt so, dann auf jeden Fall gib an, wo du es gefunden hast, was die Wahrscheinlichkeit ist, wo du es gefunden haben könntest, und zwar in der besten Auflösung. Das ist wieder diese, man nähert sich dem an. Also was ist das Älteste, was ich über diese Google-Image-Suche finde? Was ist das Älteste mit der höchsten Auflösung? Das könnte wahrscheinlich auch die erste Person gewesen sein, die es jemals ins Netz gehauen hat. Und so findest du das dann halt. Also ich habe das jetzt hier wirklich bloß zusammengekloppt und habe euch erzählt, wie ihr es macht, und habe es gar nicht so gemacht. Das ist richtig. Grundsätzlich verbleiben die Nutzungsrechte halt immer beim Nutzungsrechteinhaber. Wenn man jetzt sozusagen das Werk so weit bearbeitet, dass es irgendwie eine neue Schöpfungshöhe erreicht, ja, man damit ein eigenes Werk gestaltet, dann müsstest du eventuell die Credits sozusagen des Verarbeitenden angeben. So Kalkofe zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Ja, gut. Kannst du das Mikro da hinten hingeben, bitte? Ich würde nur kurz nachfragen wollen, was Social Media betrifft, weil es ist kurz angedeutet worden, selbst wenn ich jetzt ein Bild habe, was CC BY ist, wo ich mich recht sicher fühle, ist es nicht so, dass es auf Facebook und Twitter zum Beispiel dann doch wieder problematisch wird, wenn ich es dort reinstelle, weil ich bin rechtlich nicht firm, aber Bilder, die ich auf Facebook uploade, da hat doch dann Facebook wiederum Rechte drauf. Das heißt, aber jetzt, also Rechte im Sinne, sie verarbeiten es, kopieren es auf ihren Servern und so weiter, aber sie haben ja keine Eigentums- oder Nutzungsrechte oder so in dem Sinne. Also ich wüsste nicht, was jetzt bei Netz persönlich, ja. Mhm. Also ich bin kein Anwalt, soll ich das nochmal zeigen? Bei CC BY habe ich eigentlich persönlich überhaupt keine Bedenken, die auf Facebook irgendwie zu benutzen. Also auch im Social Media Bereich? Überhaupt nicht. Also CC BY, also sobald es irgendwie Share Alike ist oder nicht zur Bearbeitung, würde ich lassen. Aber CC BY. Aber es ist tatsächlich, also hier in Deutschland ist diese ganze Creative Commons Sache einfach nicht durchgefochten. Also deswegen habe ich das Beispiel mit dem Deutschlandfunk gebracht, weil das halt einer der wenigen Fälle war, wo das irgendwie mal ein bisschen erläutert wurde oder überhaupt, also meistens wird nicht mal geklagt. Ja. Aber es geht jetzt hier darum, wie kann ich es irgendwie nutzen, wie kann ich einen Weg finden, ohne dass ich jetzt irgendwie Briefe schreibe und so weiter und so fort. Gut. Eine Frage noch, wenn ich jetzt ein Bild mit CC BY als Episodenbild nutze, würdest du oder würdet ihr sagen, man soll dann die
den Bildnachweis direkt in dem Bild angeben oder reicht es auch irgendwo in dem Episodenpost? Das ist halt die Frage, wie es lesbar ist. Ne? Also das ist, glaube ich, so eine Abwägungssache. Also je nachdem, wenn du es irgendwie so machst, dass man es lesen kann, das ist wunderbar. Wenn du es halt nicht hinkriegst, es hat keinen Sinn, irgendwie einen gesamten Bildnachweis da aufs Bild zu machen und das Bild ist nicht mehr zu sehen. Dann machst du es halt in den Shownotes zum Beispiel oder so weiter und so fort. Also es muss dann halt in der inhaltlichen Nähe zur Episode irgendwie sein. Ja, also so nah wie möglich. Halten wir fest, es bleibt schwierig. Ja. Umso mehr vielen Dank dafür, dass du uns hier das ganze Elend mal ein bisschen angerissen hast. Dein Applaus.